Lektionen aus Psalm 22 bezüglich dem Weg zur Erweckung. Wir lernen von dem Mann nach Gottes Herz, nämlich von König David. Die Prinzipien sind und bleiben dieselben. Okay, wir wollen uns hauptsächlich fokussieren auf Vers 8, aber wir werden auch mehrere Versen des Psalms studieren zu einem geringeren Maß. Aber wir fangen mit Vers 7 an und dann lesen wir Vers 8. Aber ich werde dann auch danach Vers 8 euch aus Elberfelder vorlesen. Vers 7. David sagte Gott: O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Dann Vers 8, mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Okay, Elberfelder, Vers 8, von dir hat mein Herz gesagt, du sprichst, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Wie es in unserem Fall auch stattfinden sollte, Geliebte, reagierte Gott auf Davids Bitte, auf Davids Flehen im Gebet, dass Gott ihm gnädig sein musste und ihn antworten musste. O Herr, ich flehe dich an, ich bin in der Not, hilf mir, Vers 7. Dann erwiderte Gott auf diese Weise: Sucht mein Angesicht. David hat als einzelne Individu, Person geredet, aber Gott hat geantwortet in der Mehrzahlsform. Du und das ganze Volk, mein ganzes Volk, ihr sollt mein Angesicht suchen. Warum hat Gott auf so eine Weise geantwortet, auf so eine Weise erwidert, auf Davids Bitte und Flehen im Gebet? Herr, ich brauche deine Hilfe. Die Antwort auf diese Frage ist: Gott wollte David zeigen, es geht nicht im ersten Sinn darum, dass ich dir helfen sollte, dass ich euch helfen sollte. Ich bin der Gott, der euch gerne helfe und meine Hilfe schenkt und auch euch erlöst aus eurer Not. Aber dies ist nicht die erste Priorität. Meine erste Priorität, in deswegen sollte dies eure erste Priorität sein. Ich sollte unbedingt an der ersten Stelle sein und dies bin ich nur in euer Leben, in eurer Mitte, solange ihr mein Angesicht sucht. Lasst uns nicht vergessen, dass Gott überall in seinem Wort uns lehrt: Ich bin der eifersüchtige Gott. Ich will eure Gebete gerne erhören. Aber ich musste unbedingt die ganze Zeit lang, auch während ich eure Gebete erhöre, davor und danach, ja mit Ausdauer, an der ersten Stelle bleiben. Dies ist wahr für die kommende Erweckungen, für die Zeiten der geistlichen Erweckung auch. Gott will uns sagen: Wir sagen, Herr, wir befinden uns in der Not. Es geht uns schlecht. Es geht der Weltmenschen schlecht. Sie sind verblendet. Wir gewinnen nicht die Menschen, obwohl wir unser Bestes tun. Und Gott sagt: Ich möchte euch helfen, aber höre meine Stimme. Sucht mein Angesicht. Betet nicht zuerst für die Verlorenen. Kommt zu mir und sieht mein Angesicht, aber ihr könnt nur mein Angesicht sehen, wenn ich euch dazu in der Lage bringen würde. Deswegen sollt ihr mein Angesicht suchen. Vom ganzen Herzen hat er gesagt. Wenn ihr mir mein Angesicht vom Herzen suchen werdet, werdet ihr mich finden. Wir sollen auf die Suche bleiben nach Gottes Angesicht. Was bedeutet es, dass wir Gottes Angesicht suchen? Es deutet darauf, dass wir nicht die Dinge Gottes suchen, die Segnungen Gottes, sondern
Wir suchen den segnenden Gott und den gesegneten Gott. Gott, du bist unser Erbteil. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so hat der Heilige Geist immer gewirkt, in allen Zeiten, in allen Jahrhunderten, als er mächtig gewirkt hat. Nicht unsere Bedürfnisse, nicht die Bedürfnisse der Verlorenen, um gerettet zu werden, nicht unsere Bedürfnisse, um in allen irdischen Bereichen Hilfe zu bekommen, waren an der ersten Stelle oder waren im Zentrum, sondern Gott selber. Gott als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. So erwiderte Gott. Und wenn Gott mächtig wirken wird, redet er auf so eine klare Weise zu uns, dass wir wissen, dass die seine Priorität, dass die seine höchste Priorität ist. Stellt mich an der ersten Stelle, indem ihr nicht nur meine Dinge tut, sondern indem ihr ein Verlangen nach mir bekommt, mehr als nach alles andere und nach alle anderen, und bleibt auf die Suche nach mein Angesicht, nicht nach meiner Rücke, nicht nach meinem Hinterkopf, nach meinem Angesicht, damit wir einander von Angesicht zu Angesicht begegnen werden und ihr werdet dann mein freundliches Angesicht finden, spüren und erfahren letzten Endes, nachdem ihr eine Zeit lang auf die Suche wart, nach meinem Angesicht, mit einem intensiven Verlangen. Dieses Verlangen schenke ich euch, weil ich euch reichlich und mächtiglich segnen möchte, aber ihr solltet zuerst mit mir im Einklang kommen, in Harmonie, indem ihr eure Prioritäten richtig kriegt. Viele Leute suchen Gottes Segnungen. Heile mich, o Herr. Helfe mir, ich brauche eine Arbeitsstelle. Ach, mein Kind muss gerettet werden. Ach, helfe mir, dass ich gut schlafen kann. Sind diese Dinge wichtig? Natürlich. Aber sie sind von weniger Bedeutung, von sehr weniger Bedeutung im Vergleich zu Gott selber. Er ist der eifersüchtige Gott. Er will es haben unbedingt, dass wir ihn mehr lieben als alle anderen und als alles andere. Und dies zeigen wir, können wir nur auf eine einzige Weise zeigen. Nämlich, indem wir sein Angesicht suchen. Herr, wir müssen dich einfach treffen. Von Angesicht zu Angesicht. Damit wir dich besser kennenlernen können, damit wir dich spüren und erfahren können, damit wir dich in bezüglich aller Aspekte deiner Merkmale und Taten erkennen können, damit wir in dir selber bereichert werden können und bereichert werden. Ihr wisst doch, was Gott sein Volk gesagt hat, und der Herr Jesus hat dies wiederholt aus dem Alten Testament. Er hat es zitiert. Matthäus 15, Vers 8 und 9. Er sagte, dieses Volk, Gottes Bundesvolk, naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Mit dem Mund und mit den Lippen. Wir reden über Gott und über Gottes Dinge, aber ihr Herz ist fern von mir. Dies kann Gott nicht erdulden. Solche Leute wird Gott niemals reichlich segnen. Weil dann entehren wir ihm, enttäuschen wir ihm. Missfallen wir ihm auf die schlimmstmögliche Weise. Deswegen kommen die Worte danach, nach dieser Aussage, vergeblich aber ehren sie mir. Ihr Gottesdienst ist absolut vergeblich. Sie vergeuden eure Zeit. Ich akzeptiere so eine Art Gottesdienst überhaupt nicht. Ihr sollt mein Angesicht suchen und lasst uns hören. Lasst uns die weiteren Einzelheiten dieser Aussage in Betracht ziehen. Von dir sagt mein Herz, von dir hat mein Herz gesagt, du sprichst, sucht mein Angesicht.
Und dann, dein Angesicht suche ich, Herr, suche ich aber. Mein Herz hat gesagt, du sprichst, such mein Angesicht. Sie hat Gottes Stimme in ihrem Herzen gehört. Weil Sprüche 4, 23 lehrt uns, dass alles entspringt aus des Herzens des Menschen. Dies ist, das Herz ist die Quelle aller Ausflüsse des Lebens. Ausflüsse des ganzen Lebens. Und wenn wir Gott nicht vom tiefsten Herzen heraus suchen, suchen wir ihm überhaupt nicht auf eine ihm wohlgefällige Weise, weil er sieht das Herz an, hat er doch seinen Prophet auch gesagt. Ich weiß, dass die Menschen begeistert sind von Saul. Ich bin nicht begeistert von Saul. Er ist groß von Gestalt. Er sieht so stark aus und so wunderbar aus. Die Israeliten waren begeistert von Saul, aber Gott wusste, sein Herz war falsch. Nicht nur einmal in seinem ganzen Leben hat er Gott gefallen. Nicht nur einmal. Ein verlorener König. Gesalbt als König durch den Heiligen Geist, um König zu sein, aber ohne Gott verloren. Deswegen hat er Gott nicht gesucht und Gott hat durch seinen Prophet gesagt, ich sehe sein Herz. Ich schaue nicht auf die äußerlichen Dinge wie er. Aber Gott hat das Herz von David angesehen. Und als David später König wurde, dann hat Gott ein Wohlgefallen an ihm gehabt, weil David hat viele Fehler gehabt. Er ist mehrmals gestraft. Er hat furchtbar gesündigt einige Male. Aber ein Ding war wahr von David, er hat ein Verlangen nach seinem Gott gehabt. Oh mein Gott, so ohne dich kann ich nicht leben. Ich muss dich treffen. Es ist mir egal, ob die anderen Dinge mir besser gehen, solange ich dir treffen werde. Und Gott wird auf diese Art und Weise ausnahmslos, wenn er uns vorbereitet für eine Zeit der geistlichen Erquickung. Keine wahre Erweckung. Er wird niemals uns eine Erweckung schenken, ohne dass die stattfindet. Lass uns noch weitergehen. Vom Inhalt her ist dies die Erweckung. Die Erweckung ist genau dies. Dies ist, was es beinhaltet. Dies ist die Realität der Erweckung, dass wir Gott vom Herzen suchen und finden und erfahren und genießen, weil er begegnet uns dann in unserem Herzen, in unserem Verstand, in unserem Denken, und in unseren Gefühlen und bezüglich alles von uns. Aber es fängt mit dem Herzen an. Dies ist die Erweckung, weil dann sind wir wiederbelebt worden in Gottes Gegenwart. Gott zeigt uns, was er tun will. Laut Philipper 2, Vers 12 und 13. Lass uns die snel nachschlagen und lezen. Wir kennen die toch zeer goed. Diese twee versen. Philipper Kapitel 2 und Vers 12. Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott wirkt in uns das Wollen. Was wirkt er in uns immer zuerst? Ich will dich treffen. Wir wollen dich treffen. Unser Verlangen steht nach dir, weil wir wissen, dass dein Verlangen nach uns steht. Herr, wir können nicht ohne dich leben. Wir müssen dich einfach erfahren. Wir missachten die Worte der Menschen und sagen, wir brauchen nur Gottes Wort. Nein. Wie Spurgeon gesagt hat, sage er nicht, lass ich Bibel lesen, lass ich Bibel studieren. Sage er, ich werde Gott suchen heute. In seinem Wort. Dies ist der Grund, warum ich sein Wort studiere. Ich will ihn treffen, ich will ihn kennenlernen, ich will Christus besser kennenlernen, wie Paulus, laut Philipper 3, Vers 10. Und ich will ihn gerne besser kennenlernen in bezüglich aller Dinge, in allen Zeiten, zu allen Zeiten und in allen Situationen. In der Kraft seiner Auferstehung, sagte Paulus.
in der Gemeinschaft mit ihm in seinem Leiden. Und auch wenn ich für ihn sterben musste, wie er für mich gestorben ist, dann will ich ihm in jeder Situation, auch in solchen Zeiten, besser erkennen, weil dies ist, was so schön und so köstlich ist. Wir lernen Gott nicht nur in den schönen Zeiten kennen. Er will es unbedingt haben, dass wir ihm in unseren schwierigsten und sogenannten schlimmsten Zeiten auch begegnen werden, vom Herzen. Aber er spricht zu unserem Herzen. Und dann sagt unserem Herzen uns, der Herr hat zu uns gesprochen, tief in unserem Herzen. Deswegen fühlen wir uns zutiefst getroffen durch seine leise, liebevolle Stimme. Deswegen wissen wir, werden wir erinnert an, was wir siebenmal lesen in Offenbarung 2 und 3, wer ein Ohr hat, ein geistiger Ohr hat, der höre, was Gottes Geist den verschiedenen christlichen Gemeinden sagt. Die sagt er allen Gemeinden. Wenn er wahrlich redet, sagt er, höre, such mein Angesicht. Dann fühlen wir uns zutiefst getroffen und dann findet statt, Geliebte, was Philipper 2, Vers 12 uns lehrt. Höre doch. Vers 12 und 13 sind untrennbar miteinander verknüpft. Darum, meine Geliebte, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Erledigt eure Verantwortung, verständigt eure Verantwortung Gott gegenüber, bezüglich Gottes Wille, je länger, je mehr. Immer mehr. Aber dies könnt ihr nur tun, indem Gott mit Ausdauer das Wollen und das Vollbringen in euch wirkt. Geliebte des Herrn, denkt ihr, dass der Herr beschäftigt ist, um dies in uns zu wirken? Die Antwort auf diese Frage sollen wir nicht zu schnell geben. Lass uns nicht zu schnell antworten. Wir sollen uns zuerst überlegen, warum wollen die Frauen nicht früher hineinkommen? Es war Zeit, sie waren noch bei der Küche. Dies war ein Zeichen unbedingt von der Tatsache, dass das Verlangen nach Gott noch nicht vollständig genug geworden ist. In Zeiten der Erquickung kommen die Leute früher hinein. Sie wollen nicht bevor dem Gottesdienst miteinander reden. Sie wollen zuerst Gott treffen und deswegen wissen sie, er ist der Gott, der sagt, hier, er sagt uns hier mit Furcht und Zittern. Sollt ihr mich suchen und meine Wille tun. Furcht und Zittern deutet darauf, in Kürze wird der Herr zu uns reden. Lass uns unsere Herzen vorbereiten. Lass uns nicht den Pastor stören und so ungeordnet sein und denken, unsere Kinder werden gerettet werden, wenn wir so ungehorsam bleiben werden. Und ich rede geradeaus. Und ich werde persönlich nächstes Mal zu dir kommen. Weil dies ist nicht zu Gottes Ehre. Ich bin überhaupt nicht zufrieden, weil Gott ist nicht zufrieden. Wir sollen ihn suchen. Und dies sollen wir zeigen, du bist an der ersten Stelle. Du bleibst einfach unsere erste Priorität. Und deswegen schweigen wir. Und wir sind still in deiner Gegenwart, Herr, wir warten auf dich. Jetzt ist es nicht die Zeit, um einen Austausch miteinander zu haben. Und sie schwätzen hier in der Küche. Santi hat fast angefangen. Die Zeit ist da, aber die Leute stehen draußen. Dies ist die Weise, um Gott zu zeigen, dass wir ernstlich geworden sind. Wie hast du Gottes Angesicht gesucht in der vergangenen Woche? Oder hast du wieder, müsstest du mir wieder sagen, wenn ich dir nach fragen würde, persönlich, von Angesicht zu Angesicht, weil ich will ab jetzt von Angesicht zu Angesicht mit jeder Person reden. Und ihr solltet es auch mit mir tun. Hast du Gottes Angesicht gesucht? Auf welche Weise? Zu was für einem Maß? Zu welchem Maß? Oder ist es wieder so stattgefunden, wie es über die Jahre stattgefunden ist? Immer wieder.
Ja, leider habe ich den Herrn wieder vernachlässigt. Ich habe wieder die irdischen Dinge, wie Maria, Martha an der ersten Stelle gab. Ich habe mich Sorgen gemacht über allerlei Dinge der Menschen. Und ich habe es vernachlässigt, meine erste Verantwortung, um mir zu deinen Füßen hinzusetzen. Und obwohl Maria getadelt worden ist, wurde durch ihre Schwester, hat der Herr Jesus gesagt, du hast nicht recht, Martha. Du machst dir Sorgen über die irdischen Dinge, über die Bedürfnisse der Menschen. Sie macht sich Sorgen über ihren eigentlichen Bedürfnissen, die sich um mich zu treffen. Und sie macht sich Sorgen, sie strebt danach, um mir zu gefallen, weil sie weiß, dies ist mein erstes Verlangen. Um jede meiner geliebten Menschen zu treffen, ganz allein, ganz privat. Die Tür geschlossen. Die Kinder spielen draußen. Lass sie das Haus vernichten auch, oder die Wohnung, aber ich warte, Herr, jetzt auf dem Herrn. Ein bisschen von meiner Übertreibung. Aber ich hoffe, dass ihr wisst, worum es eigentlich geht. Es war so in allen Jahrhunderten, jedes Mal ausnahmslos, als Gott seine Menschen vorbereitet hat für die Erweckung, die er ihnen schenken wollte. Sie hatten ihm zuerst gefallen, indem sie ihre Herzen ihnen sagten. Der Herr hat zu mein Herz gesprochen, zu unseren Herzen. Wir hungern, dürsten nach Gott. Geliebte des Herrn, dann kommen die Leute mit Ausrede. Aber Johann, du kennst nicht meine Umstände, du kennst nicht meine schwierige Situation. Aber was von David? Denkt ihr, dass er schöne Zeiten erlebt hatte, als er Psalm 22 aufgeschrieben hat? Überhaupt nicht. Lass ich euch vorlesen, was David auch geäußert hat, laut Psalm 63,2. Lass uns die schnell nachschlagen und lesen. Lass uns wahrlich Davids Vorbild nachfolgen. Wie Paulus war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat Gott gefallen. Er hat uns gezeigt, wie wir handeln sollen, was für eine Einstellung wir brauchen, Gott wahrlich gefallen zu können und dies zu tun. Das in der Tat zu tun. Psalm 63, Vers 2. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Warum nicht spät? Weil ich muss den Tag mit dem Herrn anfangen. Dies ist der Grund. Es wäre eine große Sünde, um in dem Tag mit den Menschen anzufangen. Und nicht mit Gott. Dies zeigt, dass die Prioritäten verkehrt sind. Dies deutet unbedingt darauf, unanfechtbar darauf, dass wir vergessen haben, von was in Matthäus 22, Verse 37 bis 39 geschrieben steht. Zuerst die Liebe zu Gott. Dies ist das erste größte Gebot. Danach kommt das zweite Gebot, das ebenso wichtig ist. Aber das erste, um Gott mit unserem vom ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand, unserem ganzen Denken, all unsere Energie, all unsere Kräfte, unsere ganze Seele zu lieben, daraus fließt heraus die Liebe zu meinen Geschwistern, zu den anderen. Deswegen, lass uns wie David handeln. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Suche ich dich. Warum suchte er Gott? Früh. Hör, was hat er in seinem Herzen drin gehabt? Meine Seele dürstet danach, dass du mir helfen würdest mit meinen Problemen. Nein. Dass ich dein Wort besser verstehen würde. Nein. Obwohl diese Dinge wichtig sind. Meine Seele dürstet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. In einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser.
Es war dürr gewesen. Alles war trocken. Es ging ihm schwierig. Aber sagte, lass ich so bleiben, oh Herr. Dies kann später geändert werden. Aber Herr, lass ich auch, während ich mich in einem dürren, lechzenden Land befinden, wo es kein Wasser gibt, dich treffen, oh Herr. Ich suche dich vom Herzen, auch wenn es mir absolut schlecht geht. Wisst ihr was? Etwas ist völlig verkehrt gegangen, wenn Leute wegen ihrer schwierigen Zeiten weiter weg von Gott sich bewegen. Die Bibel lehrt uns, dass wenn wir Gottes Wille tun, ausnahmslos werden wir näher oder nahe, näher an Gott kommen. In unseren schwierigsten Zeiten kommen wir näher an Gott. Gott schickt uns diese Zeit, um uns eine Gelegenheit zu geben, um abhängiger von ihm zu werden und sagen, oh Herr, du bist der Gott, der größer als unsere Situation ist, als all unsere Umstände bist. Herr, ich bitte nicht jetzt sofort, dass du alle die Probleme lösen würdest, weil du hast mir gezeigt, ich habe so gebetet, aber ich muss anfangen damit, ich suche dein Angesicht. Ich bin neu erschaffen worden im Herrn Jesus, um dein Angesicht zu sehen, und nur die Leute, die dich vom Herzen suchen, finden tatsächlich dein Angesicht, sehen dein Angesicht, spüren und erfahren und genießen dich in deiner Herrlichkeit. Ach, Geliebte des Herrn, was kannst du sagen? Mein Fleisch schmachtet nach dir. Schmachtest du nach Gottes Gegenwart? Hättest du geschmachtet, hättest du besser auf dem Herrn geharrt. In der vergangenen Woche, auch heute Morgen, wärest du früher aufgestanden. Hättest du extra zusätzliche Minuten gesucht, nicht um zu den Geschwistern zu reden, sondern um zu Gott zu reden, zum Herrn Jesus. So ist es ausnahmslos stattgefunden in Zeiten der mächtigen, geistlichen Erquickung. Dann ist Gott in der Tat und der Herr Jesus auch durch das Wirken des Geistes an der ersten Stelle, und dies ist, wie Gottes Volk zeigen, dass Gott wahrlich zu ihnen geredet hat und dies mit Erfolg. Er hat zu ihren Herzen geredet und vom Herzen heraus haben sie reagiert auf seine Stimme. Herr, wir erfahren Sehnsucht nach dir. Wir können nicht ohne dich leben, oh Herr. Deine Gegenwart, um dich zu genießen. Dies haben wir auch in Offenbarung 3, 19. Der Herr sagt, alle, die ich lieb habe, mit der auserwählten Liebe, was tue ich in ihrem Fall? Ich züchtige sie. Ich lese schwierige Zeiten erfahren, damit was stattfinden kann. Damit ihr eifrig werdet, Buße zu tun. Und nachdem wir Buße getan haben, kommt was? Die köstliche Erfahrung, die unvergleichlich köstliche und herrliche Erfahrung von dem nächsten Vers, von Vers 20. Um das geistliche Festmahl mit dem Herrn Jesus zu genießen, und er genießt es mit uns. Und er ist dann unser Festmahl und wir sind da seine Festmahl. Weil wir lesen im Hohenlied, ich gehöre mein Geliebte und sein Verlangen steht nach mir. Die Liebe bleibt Nummer eins. Die größte, größer und wichtiger als Glaube, als die Hoffnung, ist die Liebe Gottes, weil Gott ist diese Liebe, Geliebte, laut 1. Johannes 4, 16, und deswegen sucht er uns in seiner Liebe und sagt, ich möchte euch treffen und genießen. Aber dies kann ich nur tun, wenn ihr mit unverteiltem Herzen auf mir gerichtet bleibt und seid, bis ihr mich trifft, bis ich euch meine herrliche, köstliche Gegenwart spüren lässt. Geliebte des Herrn, dies ist doch, wie wir zum Glauben gekommen sind, oder? 2. Korinther 4, 6. Wir haben in Angesicht Jesu Christi geschaut. Ich habe nicht seine Rücken angeschaut, seinen Hinterkopf. Ich habe sein lächelndes, freundliches Angesicht gesehen.
Ja, ich liebe dich, ich will dich retten, ich will mit dir Gemeinschaft haben, ich will, dass du mich auch lieben würdest. Und als ich seine Liebe gespürt hat und als er mich habe und als er mich mit Seilen der Liebe zu ihm gezogen hat und sein Vater auch durch das Wirken des Geistes, habe ich reagiert, habe ich das Festmahl mit ihm genossen und er hat mein Verlangen erfüllt. Ich habe noch Probleme gehabt, aber dies war mir eine Zeit lang egal. Dass ich mich in einer Wüste befinde, dies ist in Ordnung, solange ich mit dir Gemeinschaft haben darf. Weil wir wissen doch, dass Paulus gesagt hat, nach Epheser 3, dass die Erkenntnis der Liebe des Christus, dass die Erfahrung der Liebe des Christus alle Erkenntnis übersteigt, weit übersteigt. Wie viele Christen in Deutschland sind auf die Suche nach Gott? Oder suchen sie hauptsächlich eine neue, mehr von der Lehre? Dies ist nicht verkehrt. Oder mehr, hilf uns damit und damit. Ja, diese Dinge sind alle gültig, aber die Prioritäten sollen wir richtig kriegen. Jeder für sich selber weiß, ob er oder sie heute Morgen nach Gott schmachtet. Geliebte des Herrn, lass uns auch wieder Psalm 41 lesen. Vers 42, 2. Vers 2. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, oh Gott, nach dir. Ich habe euch schon gesagt, es gibt diese Böcken in den Wildparken in Südafrika und dann müssen sie fast einen halben Tag lang warten oder länger, bevor sie zum Wasser kommen können, weil die Löwen sind in der Gegenwart. Und je länger sie in der heißen Sonne warten müssen, je mehr durstiger werden sie. Aber sie wissen, wir müssen einfach warten, weil alles wird die Leben uns auffressen können. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Dann fragt er, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Natürlich, in einem bestimmten Sinn befinden wir uns immer vor Gottes Angesicht, oder? Wir befinden uns immer in seiner Gegenwart. Aber was David damit gemeint hat, mit dieser Aussage, wann werde ich auf eine bewusste Weise vor Gottes Angesicht erscheinen? Wann werde ich ihn treffen und durch ihn gesättigt werden? Lass ich euch doch wieder vorlesen, was wir in Lukas 1, Vers 53 haben. Lukas 1, Vers 53. Hungrige, dies ist eine geschichtliche Aussage. Dies ist in der Geschichte stattgefunden. Dies ist geweissagt worden, von was Gott in der Vergangenheit ausnahmslos gemacht hat. Er hat nur eine bestimmte Art Person gesegnet in der Vergangenheit. Hungrige sättigt er, okay, Sie haben es hier in der Gegenwartsform geschrieben. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Gott hat viele Leute leer fortgeschickt. Sie haben nichts von ihm empfangen. Er hat sie nicht gerettet. Seine Segnungen haben sie alle verpassen. Der Grund ist, sie waren zu reich in sich selber und anstatt, dass sie laut oder nach Matthäus 5, es ist ungefähr Vers 3, hungerten und dürsten nach seiner Gerechtigkeit, nach ihm. Weil sie mussten zuerst bankrott werden. Und die Leute sind nicht bankrott in sich selber. Sie fühlen sich wohl genug. Ich kann mich beschäftigt halten mit vielen Dingen. Ich kann Schach spielen. Ich kann zum Bazar gehen. Ich kann der Gemeinde gehen. Es gibt Gemeinden, die Bazars auch haben. Ich kann zu Weihnachtsmarkt gehen. Ich kann meine Freundin treffen. Die Leute versuchen, sie zu sättigen, ihre Seelen mit vielen anderen Dingen und Menschen. Aber, Geliebte des Herrn, Gott hat uns nicht so geschaffen und neu erschaffen. Und im geistlichen Sinn, im endgültigen Sinn, segnet Gott nur die Menschen, die hungrig sind, die hungern und dürsten nach ihm.
Hungrige sättigt er mit Gütern, die Reiche schickt er leer fort. Wenn wir wahrlich eine Erweckung bekommen möchten, sollen wir nach Gott uns sehnen, nach seiner Gegenwart, nach Christi Gegenwart, auf eine ganz neue Weise. Herr, wir haben doch nur einen Anfang damit gemacht, um dich kennenzulernen, um dich in deine Herrlichkeit zu genießen. Und was so schön ist, so wunderbar, der Herr sagt, wer mich sucht, einige dieser Leute werden mich finden, oder? Nein, ausnahmslos. Wer mich sucht, wird mich finden. Es gibt aber eine Bedingung. Ihr sollt suchen, bis ihr mich gefunden habt. Es reicht nicht aus, um drei, vier Tage, eine Woche lang zu suchen, bis ihr mir gefunden habt. Dann sagst du mir, aber Johann, weißt du überhaupt, was es bedeutet, um gerettet zu sein? Der Herr hat mich gesucht und er hat mich gefunden, ich bin gerettet worden. Darüber reden wir nicht. Dies ist nicht das Thema heute Morgen. Das Thema ist, ja, er hat mich gefunden und ich habe ihn gefunden. Aber um ihn zu finden auf diese Art und Weise, dass ich in die Tiefe von Gottes Herz hineindringen und mich eintauchen, und eingetaucht werde und ihn besser erkennen, Christus auch. Dies ist, worum es geht. Und was wahr ist, nicht eigentlich, wie Schlachter es übersetzt hat, ich will dein Angesicht suchen, oder ich werde. Wie Elberfelder es übersetzt hat, ich suche dein Angesicht. Ich tue es sofort, ab sofort. Wir dürfen ihn nicht warten lassen. Das Problem ist, wir verschieben die Zeit zu einem späteren Zeitpunkt, anstatt sofort dies zu tun, anstatt ihm sofort zu gehorchen. Ich muss zuerst noch dies erledigen, ich muss zuerst diese drei Leute anrufen und so weiter. Dann zeigen wir, Gott ist an der zweiten Stelle. Und er betrachtet dies als die letzte Stelle, an der letzten Stelle. Geliebte, viele Dinge, auch wenn du deinen Garten so ein bisschen für eine Zeit lang vernachlässigen musstest, Dies ist wichtiger und entscheidender, dem Herrn zu treffen. Ich lässt mich nur finden durch die Leute, die auf die Suche nach mir sind. Smachtest du nach Gottes Gegenwart auf die Weise, worauf David es wahr war von David? Dies war wahr von allen gottesfürchtigen Männern und Frauen von allen Jahrhunderten. Deswegen sind sie so reichlich gesegnet worden. Er hat sich bereichert mit Gütern, weil sie hungrig waren nach ihm. Dies ist immer das Merkmal einer wahren Erweckung. Gott ist an der ersten Stelle. Und dann erquickt er ihre Seele. Sie werden gesättigt in seiner Gegenwart. Sie halten das Festmahl mit ihm. Und dann findet statt, was in Epheser 3 geschrieben steht. Dann fangen sie an, überfließen zu werden. Und dann fließen danach strömen weniges Wasser aus unseren Leiber heraus. Benetzen wir die verlorene Welt, gewinnen wir die Welt für Nerven. Spurgeon hat dies am meisten betont in seinen Predigten. Du kannst, oh Christ, überhaupt andere geben, was du nicht selber hast. Du brauchst zuerst Überfluss zu erfahren. Und Leben im Überfluss, laut Johannes 10, Vers 10b. Spurgeon hat diese Illustration benutzt in einer Predigt. Er sagt, Leute, in seiner Zeit, so vor 160 Jahren in England, wenn Leute, was sagt man, die Spuren von einem Zug, sagt man davon, die Gleisen oder was, bauen müssen. Er sagt dann, ich frage euch, gehen die Leute dann in Krankenhaus hinein und all die schwächsten Leute zu finden? Die Leute, die Asthma haben, die Herzprobleme haben, die krank und krüppel sind, ihr werdet hier graben und hart schaffen, um den Weg vorzubereiten, damit wir die Gleisen legen können. Und er sagt, so töricht sind die Menschen nicht, obwohl sie Weltmenschen sind. Sie sind auf die Suche nach die Leute, die sehr fit sind, stark und kräftig, Muskeln haben, Kraft haben. Damit sie sich auch auf ihre Arbeit konzentrieren können.
Und so sagt er, hat Gott noch niemals durch dieses schwache Christen etwas Gutes gemacht. Aber was meinen wir mit schwach? Die Leute, welche Leute sind schwach? Welche Christen sind schwach? Im geistlichen Sinn. Die Christen, die stark sind. Jetzt habe ich euch mit Absicht durcheinander gebracht. Überlege euch, was habe ich gemacht? Was für eine biblische Wahrheit wollte ich betonen? Die Leute, die stark sind, denn die Leute, die geistlich schwach sind. Stark in sich selber. Viel Selbstvertrauen. Und ich kann dies schaffen und ich werde dies tun. Ohne auf den Herrn zu harren. Ohne durch ihn gesättigt zu werden. In der Kraft und in der herrlichen Erfahrung der ersten Liebesbeziehung. Und das erste Liebesfest mal mit ihm als meine Geliebte. Wenn ich schwach bin, sagte Paulus, dann bin ich stark. Der Herr will uns schwach machen in uns selbst. Und deswegen hat der König David und Paulus und alle die frühe Christen durch die Jahrhunderte durch Christen schwierige Zeiten geschickt, damit sie lernen konnten, um aus praktischer Erfahrung festzustellen, was es bedeutet, was es beinhaltet, um schwach zu werden. Herr, die Umstände, die Situation ist mir zu schwierig geworden. Dann kommen wir, rufen wir zu Gott in unserer Not. Herr, ich kann es nicht schaffen. Natürlich, dies wollte ich dir vor einer langen Zeit zeigen. Und dann macht der Herr uns geistlich bankrott. Laut Matthäus Kapitel 5. Glückselig sind die Leute, die in diesem Sinn schwach sind, arm im Geist. Herr, ich kann es nicht, wir können es nicht. Als ich zur Frau redete, die sterbend ist, sagte mir, ich will so gerne glauben, aber ich kann nicht. Dann wird es funktionieren, fragte sie mir. Dann weiß man, wie man es auch gewusst hat. Als wir uns in den letzten Jahren mit verlorenen Menschen beschäftigt haben. Wir können es nicht tun. Es ist nicht durch Kraft oder durch Gewalt, sondern durch meinen Geist, sagt Gott uns. Und er tut es durch die Leute, die erfüllt sind mit dem Geist. Und die einzigen Leute, die erfüllt sind mit dem Geist, sind die Leute, die zuerst es mitbekommen haben, kapiert haben, verstanden haben, begriffen haben. Herr, wir sind schwach. Wir können nichts schaffen. Ohne mich könnt ihr so ein paar Dinge schaffen, hat der Herr Jesus gesagt, oder? Nein, nichts tun. Aber hat Martha nicht viele Dinge getan? Natürlich, sie hat viele Dinge getan. Sie hat sich Sorgen gemacht über die Bedürfnisse der Menschen. Sie hatten die Leute Essen und zum Trinken gegeben, aber Christus sagte, dies ist nichts, dies ist wertlos. Meine Definition nach und die Definition meines Vaters nach ist dies wertlos. Weil Martha, du solltest es tun auf die Weise, wie Maria es getan hat. Martha, du solltest es tun wie Maria. Zuerst dich zu meinen Füßen hinsetzen und dann danach auch in den Tag mit mir, in der ersten Liebesgemeinschaft mit mir bleiben und dich auf mich stützen, wie ich mich, sagt der Herr Jesus uns, auf meinen Vater gestützt hat, im festen Vertrauen und Glauben die ganze Zeit lang. Und während die stattfindet, werdet ihr in der ersten Liebesbeziehung mit mir bleiben, nach Johannes 15, Vers 10. Und werde ich dann euch überfließen lassen. Und werdet ihr mächtige Dinge schaffen in meinem Namen und in der Kraft meiner Auferstehung. Dies ist die Reihenfolge. Ja, tatsächlich, in der Tat, wird der Herr mächtig in den Leben der Verlorenen, wenn die Erweckung gekommen ist. Aber es fängt immer mit seinen Kindern an. Weil wir sind vorherbestimmt worden nach Epheser 1, Verse 19 bis 23, um durch ihn als das Haupt erfüllt zu werden mit sich selber. Mit seiner Heiligkeit, seiner Kraft, seiner Schönheit, seiner Güte, seiner Gnade, seiner Erkenntnis. Und dann wird er durch uns. Ach, lass uns doch anfangen hier mit dem Psalm jetzt. Psalm 27. Lass uns den Kontext ein bisschen, einigermaßen den Kontext mitbekommen von der Aussage von Vers 8.
David fing nicht an mit Vers 8. Er fing an mit Vers 1. Und lass ich euch sagen, um Vers 8 zu erfahren, dass Gott so mächtig zu unseren Herzen redet, dass wir vom Herzen reagieren werden auf ihn und ihn zielgerichtet suchen werden, um ihn zu finden auf eine ganz neue Weise. Viel verständlicherweise wie je zuvor, nach Christus, den auferstandenen Herrn, brauchen wir hier bestimmte Prinzipien mitzubekommen. Und ich habe gestaunt, als der Herr plötzlich diesen Psalm für mich geöffnet hat. Unser Gott ist tatsächlich der Gott der Ordnung. Dann sagt er mir, doch zeigt er mir, dies ist, sagt man, das Rezept zur wahren Erweckung. Ja, der Herr ist mein Licht, Vers 1. David sagte zuerst, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Wir lesen noch nicht, dass er irgendetwas gemacht hat. Er hat sich überlegt, er hat nachgesinnt über sein Gott. Wisst ihr, was er eigentlich getan hat? Er hat sich selbst daran erinnert, dass sein Gott, der auch der einzige wahre Gott ist, der Gott des Bundes ist. Gott hat einen Bund gemacht mit seinen Menschen. Mit uns, den Gnadenbund im Herrn Jesus, und ein Bund deutet darauf, ich werde dir ewiglich treu bleiben. Ich werde meinen Menschen gegenüber ewiglich treu bleiben, aber der Bund schließt auch von eurer Seite ein. Ihr sollt mir gegenüber ewiglich treu bleiben. Dies ist ein Bund. Dies war vom Inhalt her was ein Bund in der Zeit von David beinhaltet hat. Und Gottes Bund, er hat gewusst, ich kenne den Gott des Bundes. Und deswegen wird er mir gegenüber treu bleiben. Deswegen wird er mich schützen gegen meine Feinde. Vor wem sollte ich mich fürchten? Als er Angst bekommen hat und Ängste erfahren hat und erlitten hat, hat er gesagt, ich erinnere mich zuerst daran, dass mein Gott der Gott des Bundes ist. Und wir können noch besser sagen, wir befinden uns in der Fülle der Zeit, wie David es nicht hatte. Wie es nicht war, war in seiner Zeit. Wir befinden uns in dem Bund mit dem Herrn, mit Gott, dem Vater, im Herrn Jesus und durch den Herrn Jesus und aufgrund seiner vollständigen, ausreichenden Heilsleistungen, oder? Deswegen sagte Paulus uns, alle die Freisungen Gottes sind für uns Ja und Amen und nicht Ja und Nein. Zu diesem Ziel und Zweck sind wir alle miteinander gesalbt worden im Herrn Jesus. Um auf Gott zu harren und mit ihm auf den Weg zu gehen in der Kraft und Macht der ersten Liebe, damit er uns zeigen kann, weil ich der Gott des Bundes bin, wandelt ihr aufgrund Jesu Christi Blut. Und aufgrund sein Blut tretet ihr immer wieder in meine Gegenwart hinein, hinter dem Vorhang, laut der relevanten Aussage in dem Hebräerbrief. Deswegen, wenn ihr Ängste erfährt, sollt ihr zu euch selbst reden. Dann sollst du dich selbst sagen. Ich soll mir selbst sagen. Wir sollen zuerst zu uns selbst reden, bevor wir zu den anderen reden. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Er ist der Gott des Bundes. Er bleibt mir deswegen treu. Wird mir treu bleiben. Auf ewig. Vor wem sollte ich mich fürchten? Er hat einfach logisch nachgesehen darin. Es macht keinen Sinn, um Angst zu haben. Weil Angst lähmt uns. Die verschiedenen Ängste lähmen uns, oder? Sie lenken unsere Gedanken von Gott und Christus ab. Wir dürfen sie nicht ignorieren. Sie sind da. Aber trotz der Tatsache, dass sie da sind und bleiben werden eine Zeit lang, vor wem sollte ich mich fürchten? Im Licht der Tatsache, dass er der Gott des Bundes ist und ich gehöre zu ihm in seinem Bund und er wird mir deswegen niemals untreu werden können. Und deswegen ist es einfach töricht. Ich mache mich selbst zu einem Narr,
Ich verhalte mich wie ein Narr, indem ich mich fürchte und indem ich mir graue für meine Feinde. So, es fängt immer an, Gott zeigt, wenn er seine Leute eine Erweckung schenken möchte, ich bin der Gott des Bundes. Deswegen sollt ihr auf mich vertrauen, Vertrauen in mir haben. Ich bin treu. Ihr sollt mich ehren als den treuen Gott im festen Glauben. Und ihr sollt sagen, angesichts unserer Widersacher, obwohl wir Ängste erfahren, werden diese Ängste sich nach einer Zeit verschwinden, weil wir harren auf Gott. Er ist stärker und größer und mächtiger als all unsere Feinde und schwierige Zeiten. Ist dies wahr? Wie viele Christen hier wissen, der Herr wollte dir reichlich, dich reichlich segnen. Aber dann kam die schwierige Zeit am Arbeitsplatz. Anstatt dich selbst daran erinnern zu haben, ab sofort, der Vater des Bundes ist mein himmlischer Vater. Der Herr Jesus ist der eine, der den Bund vervollständigt hat, die Bedingungen des Bundes. Und deswegen bekomme ich nur die Vorteile davon. Mein Gott und mein Christus wird mir treu bleiben. Deswegen sage ich mir selbst, ich erinnere mich an, dass er wird niemals meine Feinde und meine schwierigen Zeiten erlauben, um mich unterzukriegen. Ob ich lebe, ob ich sterbe, mein Herr und mein Gott bleibt mir treu, oder? Daran erinnern wir uns. Und dann zweitens, er erinnerte sich an Gottes Bund, deswegen an Gottes Verheißungen. Und dann erinnert er sich zweitens, dies ist das zweite Prinzip. Und dies ist, er erinnerte sich an seine eigene persönliche Vergangenheit. Weil ein wahrer Mann Gottes hat immer eine Geschichte mit Gott. Er war noch kein König gewesen. Lange bevor er Goliath treffen musste, um ihn zu töten mit einem kleinen Stein. Dieser Riese Goliath, was für eine Schande für die Philistinen. Mit einem kleinen Stein getötet worden. Durch so einen kleinen Mann. Weil er Vertrauen in Gott hatte. Er sagte, du hast mir mit der Bären geholfen und mit den Löwen, ich habe sie vernichtet in Vertrauen auf dir. Du hast mich geschützt, so Herr, mich geschützt. Als ich in der Wüste war, als ich ein Schafhirte war. Und er hat, ihr wisst, wie viele Psalmen hat er geschrieben. Wir lesen seine Geschichte und wie viele Male hat sein Gott ihm geholfen, auch als Absalom. Ihm töten wollte und all seine eigene Bande ihm auch töten wollten, weil die Frauen und die Kinder weggenommen worden sind. Und dann ist immer der Leiter schuldig. Wie der Pastor immer schuldig ist, wenn etwas losgegangen ist oder verkehrt gegangen ist, der Pastor ist schuldig. Immer. Ausnahmslos. So war es auch mit David. Du bist schuldig. Dann überlegten sie sich, lass uns ihn töten. Aber was hat er gemacht? Was lesen wir direkt danach? In der relevanten Stelle. David hat sich selbst ermutigt in dem Herrn seinen Gott. Er hat an Gottes Verheißungen gedacht, als in Gottes Bundes. Er hat an seine Geschichte gedacht. Dann sagt er, aber diese zwei Zeugnisse stimmen überein. Er sagt mir, dass er der Gottes Bundes ist und mir treu bleiben wird. Dies hat er mir jedes Mal ausnahmslos gezeigt, bestätigt, als ich in der Not war, als ich dachte, jetzt werde ich sterben, jetzt werden meine Feinde über mich herrschen, hat er mich durchgetragen. Und ihr wisst doch, wie viele Male habt ihr wie Narren gehandelt? Ich auch. Ich weniger als mal als euch, weil ich schon ein bisschen länger Christ bin. Ich habe schon früher mitgekommen, man macht sich selbst zum Narren. Wenn man die nötige Sorge macht. Ach, dies wird stattfinden. Fast nichts ist davon stattgefunden, der Herr hat dir geholfen. Trotz der Tatsache, dass du so viele Zeiten vergeudet hast, ganz wach geblieben warst, die ganze Nacht hindurch, hat er dir geholfen und durchgetragen, oder? Ist es wahr?
sagte, aber diese zwei Dinge passen zusammen. Der Gott des Bundes hat mir gezeigt, über vielen Jahren, ausnahmslos jedes Mal, dass er mir treu bleibt. Warum werde ich mich jetzt fürchten? Was wollen die Leute mit uns tun? Vers 2. Wenn Übeltäter mir nahen, um meine Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Ja, wisst ihr was? Der Herr Jesus hat die Wahrheit geredet. Die Leute werden nicht gegen dich sein, wenn du ihnen nur schöne Karten schicken würdest mit schönen Bibelversen. Dies ist auch nicht immer passend. Möchtest du deine Seele vernichten, dann schenkst du ihm eine schöne Karte. Der Herr segne dich, der Herr sei mit, ist mit dir. Du schickst ihm in eine Karte, schreibst du Psalm 23 auf. Dann ermordest du seine Seele oder ihre Seele. Weil diese Verheißungen, die wir in Psalm 23 finden, ist nicht für die Verlorenen. Gottes Zorn ruht auf diese Person. Natürlich wird niemand gegen dich sein, wenn du so handeln würdest. Nehme nicht die Verheißungen, die für Gottes Kinder gemeint sind, und gebe ihnen nicht die Hunde, hat Jesus Christus gesagt. Nicht die Leute, die noch Schweinen sind und geistliche Hunden. Ihr sollt zuerst zum Herrn kommen. Ihr sollt mit ihm in seinen Bund hineinkommen durch Jesu Christi aufgrund seines Blutes. Dann werden diese Verheißungen Gottes euch auch hören. Für euch gültig sein. Aber sie wollen uns fressen. Sie sind wie die wilden Tieren. Psalm 22, ein messianischer Psalm. Die Stieren von Bashan umringten mir. Wie wilde Tiere waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Seid nicht überrascht, meine Jünger, wenn die Welt euch hasst. Sie haben mich gehasst, bevor sie euch gehasst haben. Und er hat so viele Feinde gehabt. Sie wollten wie wilde Tiere sein Fleisch fressen. Dies findet auch statt mit allen Christen, die aufwachen. Sei sicher davon, wenn wir anfangen werden, um uns wahrlich in aller Ernst für eine Erweckung vorzubereiten, auf eine Erweckung, und mit Gott auf den Weg gehen werden, wir werden sein Angesicht tun, und wir werden sein Wille auf eine neue Weise tun, werden wir Feinde haben, die unser Fleisch fressen werden, möchten. Wir werden Widerstand erfahren. Lese die Geschichte der Erweckungen, die Leute werden so versucht. Allerlei neue Versuchen kamen, weil der Teufel ist tatsächlich der Widersacher. Er bleibt der Widersacher. Aber wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln fallen. Warum müssen sie? Weil Gott der Gott des Bundes ist. Und ich gehöre ihm in seinem Bund. Und wegen seines Bundes. Nicht möglicherweise werden die Straucheln fallen, sondern sie müssen. Sie müssen, weil dies ist auch in der Vergangenheit stattgefunden, es wird wieder stattfinden bis zum Ende. Und der Herr hat ihn doch auch durchgetragen, damals, als er sich selbst im Herrn ermutigt hat. Obwohl sie ihm täten wollten, seine eigene Bande, konnten sie es nicht tun. Und letzten Endes war er wieder zurück auf den Thron Israels. War er wieder in dem Tempel, wie er dies erwartet hat von Gott. Er sagt, dies wird doch stattfinden, dies kommt noch. Weil ich werde mich nicht immer in diese schlimme, schwierige Situation befinden. Er wird mich durchtragen, auf seine Zeit wird er mich wieder erhöhen. Wir lesen noch jedes Mal wieder in Gottes Wort. Wenn wir uns vor ihm demütigen, erhöht er uns, aber nicht zu unserer Zeit. Sondern zu seiner Zeit. Ach, wisst ihr was? Über alle die Jahre meines Lebens als Christ und auch als Pastor haben wir ernstliche Probleme gehabt, immer wieder. Leute haben gelästert über uns gelogen, der Feind hat mächtig gewirkt. Einige Male sah es so aus, der Herr wird uns hier im Stich lassen, wir werden es dieses Mal schaffen. Aber dann kam die Verheißung wieder, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Niemand wird es schließen können und sie müssen straucheln und fallen und dann, okay, was kommt danach? Erstens, wir erinnern uns an den Gott des Bundes und seine Verheißungen, deswegen wäre es einfach unlogisch, um ängstlich zu bleiben,
nicht auf ihn zu vertrauen. Zweitens, ich erinnere mich an, wer mich durchgetragen hat, viele Male, jedes Mal in meiner Vergangenheit. Nachdem wir dies getan haben, dann sind wir zu dem Punkt gekommen, um zu sagen, wir sind getröstet, du Herr. Wir fühlen uns, sagt man, getröstet. Vers 3. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, ein ganzes Heer, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Kriegen gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Denkt ihr, dass dies ein bisschen, einigermaßen übernatürlich ist? Nein, es ist nicht einigermaßen übernatürlich, es ist völlig übernatürlich. Wisst ihr, wie viel Angst haben Leute, wenn ein ganzes Heer gegen sie ist? Sie werden mich jetzt töten. Nicht nachdem der Herr das Heer vernichtet hat, sondern davor. Selbst wenn ein Heer, wenn es zum Schlimmsten gekommen wäre, selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Hast du so reagiert, als du in der schlimmsten Zeit seines Lebens geraten warst? Obwohl dies jetzt meine Situation ist. Es kann nicht schlimmer. So fürchtet mein Herz sich dennoch nicht, trotzdem nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Warum bin ich getrost? Auch wenn sich Krieg gegen mich erhebt. Weil mein Gott ist mit mir, er hat mir in diese Situation hineinkommen lassen, um etwas Wunderbares zu tun, um ein Wunder zu schaffen. Gott spezialisiert in den schwierigsten Zeiten. Er hat doch die Israeliten mit Absicht zum Roten Meer gebracht. Nicht zum Schilfmeer mit ein bisschen Wasser, zum Roten Meer mit viel Wasser. Und dann sahen sie, hörten sie, die Leute kommen. Es Pharao, seine Kriegsmänner mit ihren eisernen Waffen. Sie werden uns töten. Sie wurden ängstlich. Aber Gott, Mose war stark im Herrn. Und Gott sagt ihm, sage ihnen, sie muss ziehen. Heute, jetzt werden sie, hier kurz hiernach werden sie mein Wunder schauen und sie werden ihre Feinde in Kürze nie wiedersehen können. Erhebe dein Stab über das Meer. Fürchte nicht Gottes Volk. Das Wasser wurde geklüftet. Die Erde wurde trocken und hart. Sie zogen durch alle, in all ihren Tausenden und Tausenden und Tausenden, die jungen Kinder, die Babys, die Säuglinge, die jungen Männer, die älteren Männer mit grauen Haar, die Frauen, alle. Geschützt bis zur anderen Seite und dann kam Pharao und seine Menschen und sie ertrunken, das Wasser wurde zugemacht durch Gott und sie ertrunken alle und Gott machte seine Weissagung wahr durch dass er durch Mose gemacht hat, die Weissagung. Ihr werdet sie nie wiedersehen. Gucken Sie jetzt an. Ihr werdet diese Leute nicht wieder mit ihren eigenen Waffen sehen. Und dann befanden sich ganz unter ihm Meer, ertrunken tot. Ach, was für eine Erwartung haben wir? Gott spezialisiert in den schwierigsten Zeiten. Und dann sollen wir ihm die Ehre geben. Nicht nur, wenn das Problem sich verschwunden hat, sondern während das Problem da ist, geben wir ihm, sind wir in der Lage, um die meiste Ehre zu geben. Und dann, okay, ich sehe jetzt, dass die Zeit vorbeigegangen ist. Und ich habe einfach, ich bin nicht weit gekommen, ja. Aber lass uns eher nicht alles dann jetzt behandeln, aber solange ihr dies begriffen werdet, wenn wir so handeln werden, werden wir letzten Endes die Stimme des Herrn auf eine neue Weise hören, nach Vers 8. Dann hören wir in unserem Herzen, such mein Angesicht. Ich bin wichtiger und entscheidender und köstlicher als alle die anderen Dinge. Und dann stellen wir ihn an der ersten Stelle und er trifft uns und wir treffen ihn und seinem Sohn. Wir werden erfüllt und dann tut er mächtige Dinge durch uns. Lass ich nur letzten Endes noch zeigen, was für eine Erwartung König David hatte. Höre doch. Vers 12. Zuerst macht er Fürbitte. Gib mir nicht preis der Gier meiner Feinde. Natürlich sollen wir beten und Gott anflehen.
mit Flehen im Gebet zu Gott und Christus kommen. Herr, erlöse uns von unseren Feinden. Denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden. Es wäre Wahnsinn, um nicht so zu beten. Paulus hat auch so gebetet. Aber dies war nicht alles. Und stoßen drohen aus. Aber dann war es 14, ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Was hat David hier letzten Endes gesagt? Hat er gezweifelt? Hat er Zweifel gehabt? Hat er gezweifelt oder hat er Sicherheit gehabt, Gewissheit? Ich werde noch die Güte des Herrn sehen im Land der Lebendigen. Ich werde nicht frühzeitig sterben. Wenn ich nicht gewiss wäre, aber ich bin gewiss, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Kein Wunder, dass der Herr danach wieder so wunderbar gewirkt hat, gehört hat. Nach den schwierigsten Zeiten kommen die besten Zeiten wieder. Auch so war es gewesen in der Geschichte der christlichen Gemeinde. Mehrere Gemeinden nach den schwierigsten Zeiten kamen die besten Zeiten wieder. Aber zuerst schenkte der Herr ihnen diese mächtige Erwartung, wie David es hatte. Paulus hat es auch gehabt, die frühen Gemeinden auch. Die Leute in aller Erweckungen. Und Gott sagt, ich bin der Gott der Hoffnung. Ich erfülle eure Hoffnung. Ich tue weit über die Maßen von alles, was ihr hofft, worum ihr euch mich anfleht und was woran ihr denkt. Weil er ist doch der Gott des Überflüsses. Aber so viel. Ach, erlaube mir doch, um noch eine Bibelstelle hier zu erwähnen. Er hat sich so gestärkt im Herrn, der Herr hat ihm so gesegnet, dass er letzten Endes so fest im Glauben war, dass die Zweifel so verschwunden hat, dass er laut Vers 6 sagen konnte, nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen, eigentlich ich bringe Jubelopfer und ich singe und spiele dem Herrn. Das Wort spielen kommt auch vor in Epheser 5, Vers 20 und weiter. Wir spielen dem Herrn in unseren Herzen, während wir Psalmen, Lobgesangen und neue Lieder singen. Auf was für eine Realität deutet, Geliebte des Herrn? Vers 7. Und Vers 6. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Wann findet dies statt? Wenn die Zeit für Psalm 110, Vers 3 gekommen ist. Der Herr sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, und ich werde jetzt den Krieg führen gegen meine geistlichen Feinde, gegen eure Feinde. Dann sind wir die Christi Jungmannschaft. Er hat uns zu seiner Jungmannschaft gemacht. Wir sind bereit, wir fühlen uns wie Helden. Schwach in uns selber, aber stark im Herrn. Und wir sagen wie Paulus dann, ich kann alles tun durch ihn, der mich stark macht. Ich bin schwach, aber jemand, der mich stark macht, Christus. Hat Paulus dies erfahren jedes Mal? Deswegen hat er so viele Wunder erfahren, hat er so mächtige Dinge durch ihn getan. Aber wisst ihr was? Zuerst fangen wir an mit Flehen im Gebet. Und dann erinnern wir uns an die Dinge, wir tun die Dinge, wie ich euch dies erklärt habe. Letzten Endes macht der Herr uns so stark, wir fangen an zum Singen. Was ist stattgefunden, als Barnabas und Paulus gesungen hatten? Apostel 16 nach. Sie waren in Ketten gebunden, Sie hatten so viel gelitten und ihre Körper waren verletzt gewesen. Und sie waren in Ketten gefesselt, im tiefsten Gefängnis. Aber um Mitternacht hat der Heilige Geist so mächtig in ihnen gewirkt als Geist des Christus. Sie konnten nicht anders als zu singen. Lob singen. Ein Loblied. Und was lesen wir in einem Psalm? Gott wohnt in den Lobgesängen Israels.
Wenn wir jubeln und dem Herrn in unsere Herzen spielen, während wir zu seiner Ehre singen über seine großen Werke und seine Treue und Gnade und Güte, und weil wir uns in seiner Gegenwart befinden und uns über die herrliche Gemeinschaft mit ihm freuen, dann kommt der Herr und kommt er um auf eine ganz neue Weise in diesen Lobgesängen zu wohnen. Und dies ist dann tatsächlich stattgefunden nach Apostel 16 und dann was fand dann statt? Klung, 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 klung. Niemand ist mehr in Ketten gefesselt. Aber dies war nur der Anfang. Dann sagte der Kerkermeister, jetzt muss ich mich selbst töten. Weil jetzt werde ich Probleme haben, die Leute werden alle flüchten und dann werde ich Probleme haben, lasse ich eher mich selbst töten. Dann sagte Paulus und Silas ihm, ach, töte dich doch nicht. Dann sagte er hat gezittert. Sagte er, bring doch ein bisschen, ging er auf die Knie vor Paulus und Silas. Ach, sage mir doch, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Zuerst wurden die Leute im physischen Bereich befreit. Merkwürdigerweise flüchtete niemand, weil sie waren gefesselt durch die herrliche Gegenwart des Herrn Jesus, durch den Geist. Weil Gott macht seine Verheißungen wahr. Er wohnt in den Lobgesängen seiner geliebten Menschen. Wisst ihr, ein singender Christ ist ein doppelter zweifacher Sieger. Er überwindet weit. Weil er singt positiv, er kann nicht zur selben Zeit heulen. Der Herr hat mich verlassen. Nächste Sekunde singt er wieder und spielt er dem Herrn. Nein, der Teufel hat keine Chance mehr, solange wir singen. Nur der Heilige Geist kann uns singen lassen vom Herzen heraus, weil der Herr ist dann uns so, zu so einer Wirklichkeit geworden, dass wir nicht anders wollen. Und dann tun wir es, spontan. Aber da werden wir dann immer noch Gottes Angesicht suchen. Merkwürdigerweise werden wir sagen, Herr, was wir von dir erfahren haben, ist so schön und köstlich. Unser Verlangen nach dir, unsere Sehnsucht nach deiner Gegenwart, um dies zu erfahren, sie zu erfahren, ist desto größer geworden dadurch. Siehe doch die Reihenfolge hier. Er hat gespielt und er hat gesagt, ich siege über meine Feinde als Gottes Soldat. Aber trotzdem, Vers 8, mein Herz sagt, wie du mir mein Herz gesagt hast, such mein Angesicht. Und dann suchte er. Er machte es zum Einzahlsforum. Du sagst, dein Volk soll dein Angesicht suchen. Ich suche persönlich dein Angesicht. Ich als König fange damit an, damit die anderen auch danach anfangen werden können. Die Leiter sollen anfangen, damit die anderen ein gutes Beispiel haben. Versteht ihr? Obwohl er so fröhlich geworden ist, so froh, dass im Herrn, dass er singen musste, hat er trotzdem gebetet, Herr, ich suche noch desto mehr nach dir jetzt. Und so ist es jedes Mal in den wahren Erweckungen stattgefunden. Die Herrlichkeit des Herrn war so wunderbar, aber dann sagt sie, Herr, bitte noch mehr, noch mehr. Wir sehnen uns noch mehr nach dir, oh Herr. Dann hat der Herr noch mächtiger gewirkt, dann ist die Hoffnung noch größer geworden, dann hat der Herr mächtig gewirkt. Und lass uns ein anderes sagen, was er gesagt hat, Vers 14, harre auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Warum musste David sein Herz sagen, sei stark? Warum musste er sich selbst sagen, sei stark, und warum musste er sein Herz sagen, dein Herz fasse Mut? Der Grund ist, es wird möglicherweise und hochwahrscheinlich noch eine Weile dauern, bevor die Erweckung völlig da sein wird. Versteht ihr, was ich meine? In der Zwischenzeit, bis zu dieser Zeit, werden wir in schwierige Zeiten geraten, weil der Feind wird uns anfassen. Als der Herr ihnen eine Erweckung schenkte in der frühen Kirche, in den frühen Gemeinden, gingen vielen in Gefängnis zuerst, wurden getötet und geschlagen. Es gibt eine Erweckung in den östlichen Ländern, in einigen östlichen Ländern,
Aber so viele sterben und werden gefoltert. Aber je mehr die stattfinden, je mehr kommen sie zum Herrn Jesus, die Menschen. Wir mussten unbedingt unsere Herzen sagen, sei stark und dein Herz fasse Mut. Weil es wird nicht notwendigerweise sofort kommen, die Erweckung. Sieh. Es könnte eine Weile dauern, aber in der Zwischenzeit macht der Herr uns stark. Und wir sollen uns selbst anspornen und ermutigen im Herrn und einander auch. Bruder im Herrn Jesus, sei stark im Herrn. Schwester, sei stark im Herrn. Fasse Mut. Unser Gott wird uns nie im Stich lassen. Unser Herr Jesus bleibt treu. Uns gegenüber treu. Wir sind doch seine Braut, gehören zu seiner Braut. Wir sind seine, gehören zu seinen Gehilfen und Gefährten. Jetzt ein letztes Wort, ein Schlusswort für den Verlorenen in unserer Mitte. Es gibt Leute hier, wahrscheinlich, die nicht reden, wie wir reden. Sie sagen, entweder, es gibt Leute in Deutschland, einige sagen, ich bin Agnostiker. Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Andere sagen, ich weiß, dass es keinen Gott gibt. Ich bin ein Atheist. Wisst ihr, was ihr alles verpasst? Um so ein Narr zu sein und zu sagen, es gibt keinen Gott oder möglicherweise. Er hat uns so viele Male geholfen. Wie Spurgeon gesagt hat, wie viele von tausend Male hat er unser Gebet erhört. Wie hat er uns neu erschaffen? Wie herrlich war es, als er uns erlöst hat durch Jesus Christus. Als diese Frau mir sagte. Aber ich weiß nicht, Johann, ob es funktionieren würde. So viele Jahre, ich bin so weit weg, ich abgedriftet. Ich weiß nicht, ob Gott da ist, ob er überhaupt besteht. Ob es einen Gott gibt. Sag ich, weißt du was? Du kannst erfahren, was ich erfahren habe. Und dann wirst du dich freuen. So, heute Nachmittag werden wir weiterreden, so Gott will. Morgen wieder, wenn ihr noch nicht gestorben sein wird. Sie ist sehr schwach geworden. Die Ärzte denken, dass sie sehr wenig Zeit übrig hat. Sie können nämlich das Wasser aus ihrem Leib herauskriegen. Sie kann kaum noch Luft kriegen. Aber ich sagte ihr, der Herr kann dir stärken, du sollst zu ihm rufen. Bist du offen zu hören? Zuerst sagte sie mir, du gibst mir Angst. Mein Papa hat auch so geredet. Dass Gott ist ernstlich darüber, dass wir seine Wille tun müssen. Sag ich, mir brauchst du Hilfe oder nicht? Nächstes Abend, ich komme, bekomme ich mir, du möchtest mir helfen. Dein Motiv ist auch richtig. Dann öffnet das, der Herr ihr Herz ein bisschen weiter. Geliebte des Herrn oder geliebte Freunde, lasse ich euch sagen. Du handelst wie ein Narr, wenn du sagst, sagtest, dass Gott nicht da ist, dass Christus nicht gestorben ist, dass er nicht auferstanden ist. In der ganzen Welt gibt es Millionen wahren Christen. Die meisten sind keine wahren Christen, aber es gibt eine kleine Herde von Millionen, die alle dasselbe Zeugnis haben. Der Herr hat mich völlig umgewandelt. Er hat uns neu erschaffen. Wir dienen ihm aus reiner Liebe und er trägt uns durch jedes Mal und er tut wunderbare Dinge. Täusche dich nicht. Du wirst dich noch vor seinem Richterstuhl befinden in der Zukunft. Auch, obwohl du möglicherweise nicht in ihm glaubst. Aber ich lade dich ein. Warum möchtest du Gott verpassen und die Gelegenheit, um den Herrn Jesus kennenzulernen? Als Herrn und Erlöser. Warum bist du nicht bereit, zu einem Gespräch zu kommen? Weil Gott sagt, glaub, den wahren Glauben kommen durch, was die Leute hören. Sie hören Gottes Wort über das Evangelium Jesu Christi, dass er gestorben ist am Kreuz Golgotha, hat er sein Blut vergossen, um Sünde zu retten. Sie ihre Sünden zu vergeben und zweitens, sie sich ihnen zu schenken als das Leben, um auf ewig danach das Leben in seine Gegenwart und der Gegenwart seines Vaters zu haben. Aber er muss zuerst mächtig in dir wirken. Er wird dir wahre Buße schenken, wahre Reue, dann wirst du mit wahre Buße dein altes Leben die Rücken zukehren und du wirst dich ihm zuwenden. Ach Geliebte, lass uns beten bleiben, dass die Leute gerettet werden. Aber lass uns ein anderen nun selbst sagen, sei sterk und sei mutig. Lass uns auch mit
standhaften Ausharren weitermachen, bis der Herr gekommen ist, um uns reichlich zu segnen. In der Zwischenzeit werden wir gesegnet, indem er unser Verlangen nach ihm immer intensiver macht, indem er uns dazu befähigt, um mit ihm das Liebesfestmahl immer besser zu halten.